ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich begrüße die Alteingesessenen und die Neuzugänge natürlich herzlich bei mir auf meinem verrückten Kanal mit oft meiner Tochter zusammen und dem Experten. Und heute aber nicht. Heute gibt es wieder das Roulette. Ja, das Roulette bestimmt jetzt meine Farben, was ich mir auf meine Augen packe. Also das heißt, wir sind jetzt bei... Warte, oh, jetzt habe ich was verschoben. Hä? Was macht es? Inhalierst du es? Mein Gott. Das ist hier wieder eine Organisation. Ich schalte einfach auf den Knopf und ohne zu sehen, dass ich die... Ach, ist egal. Also Buchstabenschmicki mit F. So, F. Ja, wir suchen uns jetzt erstmal die drei Farben raus. Ja, diese Werbung, ne? Ja, es sind... bearbeiten. Nein, nicht bearbeiten. Mit F. So, F. So, jetzt muss ich erstmal da drauf gehen und dann auf die Einstellungen gehen. Ja, das ist nicht wie vor, ist mal hier, ne? Ergebnisse entfernen, mischen nach jedem Dreh. So, und ja, ich habe wieder mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Farben mit F rausgesucht. Ja, besser gesagt, das sind, naja, egal. Wir drehen jetzt einfach mal hier und gucken, was für drei Farben rauskommen. Farbe Nummer 1 ist... Braun. Fuchsbraun, okay. Ja, der Fuchs kann ja hell und dunkelbraun sein. Naja, das ist ja schon mal eine Farbe, da kann man schon mal mit arbeiten. Ne? Nehmen wir mal die zweite. Wir haben heute einen Lolli als Pinörkel da oben. Fichtengrün. Ja, ich suche mir dann wieder drei, am besten drei Lidschattenfarben raus. Lidschattenfarben, ja klar. Aber Lidschattenpaletten. So, und die dritte Farbe im Bunde. Und dann schauen wir mal, was wir da so Schönes draus zaubern. Das macht mir ja immer unheimlich Spaß, ne? Das ist so experimentierfreudig. Froschgrün. Ach du Heiland. Okay, also es wird sehr grünlastig. So, meine Lieben, dann schalte ich euch jetzt mal aus und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mir hier meine Palettchen zurechtgesucht habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe mich in meinem Palettchenschrank mal ausgetobt und aber auch passende gefunden. Also, ich habe für Froschgrün die Fab Factory Mud Crush Palette gefunden. Die ist von Action. Und da werde ich mir dieses Grün nehmen. Das ist Froschgrün. Ja. Dieses. Dann habe ich mir die Essence Dancing Green Palette genommen. Das ist einmal die hier. Diese kleinen Schätzchen hatten wir ja voriges Jahr als Limited Edition. Obwohl, die gibt es ja immer noch zu kaufen. Das ist ja keine Limited Edition dann, ne? So, dann haben wir Fichtengrün. Da haben wir nämlich ein schönes dunkles Grün drin. Und das ist nämlich dieses Matte hier. Und, ja, Fuchsbraun. Allerdings weiß ich noch nicht, welches Braun. Wie gesagt, Fuchs ist ja hell und dunkel. Aber ich denke, ich werde mir von Catrice die Bronx Away to Panama Palette nehmen. Und dieses Braun hier nehmen. Na? Man kann natürlich auch dieses Braun nehmen oder dieses Braun. Aber der Fuchs ist ja auch hier vorne etwas heller. Und dann denke ich mal, passt das ganz gut. Haben wir denn auch einen... Ja, wir haben auch einen Setting-Ton hier drin. Das ist sehr gut. Ich hole euch mal näher ran, meine Lieben. So. Jo. Was nehmen wir denn heute mal? Hier diesen Puschelpinsel. Oder ist der zu groß? Ist ja egal. Von Dokolor. Und da werde ich mir erstmal jetzt hier mein Auge setten mit der Farbe. Ne, erstmal werde ich es abkleben. So, bums aus die Maus. Hm.
Genau. Ach ja, eigentlich habe ich mir heute gedacht, na, drehst du Video, drehst du keins. Ja, danach mal so schön auf der Couch, ne, an seinem freien Tag. Aber dann habe ich mich doch aufgerafft, weil sonst wird mir das eh zu langweilig. So, wir setten jetzt erstmal mit der Farbe hier unten in der Catrice-Palette. Es hat keinen Namen. So, aber die Farbe, also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die ist halt auch nicht richtig beige, aber auch nicht richtig hell. Also sie hat schon einen kleinen Ton ins, ja, Gelbe rein? Naja, ja, ne, irgendwie so. Aber das passt schon. Ja, bin mir mal gespannt. Grün und Braun passt ja eigentlich sehr gut zusammen. Ich habe heute eine Foundation drauf, die mir überhaupt nicht passt im Moment. Das ist irgendwie so ein Foundation Stick von Revolution war der. Und der setzt sich mal schön hier überall in meine Falten und das geht mir tierisch auf den Keks. Na, nicht so doll. Ja, da sieht man das richtig, ne? Der ist aber heftig. Ha! Machst du gar nicht weg? Okay. So, gesettet. Können wir so lassen. Nochmal hier in diese große Falte drüber gehen. So, ja, da werde ich mir jetzt dieses helle Tönchen nehmen. Die ist echt gut pigmentiert. Und dann setze ich mir halt das Tönchen hier oben. Na, ihr seht, ich bin da jetzt nur ganz leicht reingegangen. Aber man sieht's. Ich kann euch mal noch näher holen. Ja, so lassen wir es. Ja, das ist so ein gelbbraun Ocker. Aber lässt sich aber auch gut verblenden. Das war eine schöne Palette. Bin mal gespannt, wie viele LEs dieses Jahr so auf den Markt kommen werden. Von Essence, Catrice ja, und andere Marken noch. Tja. War ja jetzt von Essence schon diese Cloud mit diesen Wolken, aber da war ja jetzt nichts so Besonderes. Da hatte ich mir jetzt nur den Highlighter mitgenommen. Und diese kleinen Perlen, weil wir ja doch mal, oder die ich ja öfter mal brauche für Challenges-Videos. Und da habe ich gedacht, auch die kannst du mitnehmen. So, und Highlighter habe ich auch noch nicht genug. Ja. Wir setzen da noch ein bisschen rein, weil auf der anderen Seite habe ich es halt ein bisschen dunkler. Müssen wir es hier jetzt auch noch ein bisschen dunkler machen. Also ich habe mein Tuch ja wieder hier liegen. Das andere ja in der Wäsche. Da musste mal wieder ein neues her. So, jetzt möchte ich die Dancing Green Palette nehmen und mir dieses Froschgrün, nein, das war Fichtengrün, Entschuldigung, Fichtengrün ans Eck aufsetzen. Das ist ja ein schönes dunkles Grün. Und ohne Glitzer ist das. Das ist ein matter Ton. Ja, der ist ein bisschen fleckig, ne? Gehen wir nochmal rein. Und betupfen es. Ich mag das nicht, wenn das fleckig ist. Ich mag das nicht, wenn das fleckig ist. Ich wollte mir aber wirklich nur mal hier so ein kleines ans Eck machen. Also so eine kleine Farbe von dem Grün. Dann wicke ich da immer höher. Also das ist manchmal faszinierend, ne? Ja, man sagt ja auch immer wie bei den Augenbrauen, das sollen ja keine Zwillinge sein, aber bei mir irgendwie schon. Ich bin dazu munkig.
Das muss irgendwie immer akkurat und gleich aussehen. Ich weiß, das kriegt man irgendwie nicht hin, aber. Ich bin da so. Ja, das ist doch an für sich ganz schön. Ich streife jetzt meinen Pinsel mal nochmal ab und gehe mir hier noch drüber und verblende das mir einfach nochmal so richtig, damit das halt nicht allzu dunkel wird. Also es ist wirklich ein schönes Tannengrün, ne? Also die Palette, ja, und hier auf der Seite genauso. Und dann schauen wir mal gleich, was Mr. Quark kann. Mr. Froschgrün. Glaube, ich hatte die Palette schon mal. Hoppala, hier geblieben. Du brauchst noch ein bisschen. Ich habe das ja auf der anderen Seite auch gemacht, dass ich mir das jetzt so aufgetupft habe, ne? Das werde ich jetzt hier auch machen, weil sonst haben wir nämlich das andere dunkel, das andere hell. Und das möchten wir ja nicht. Kann ich schon mal abmachen. Löst sich eh ein Wohlgefallen auf hier heute. Ich weiß auch nicht. So. Ja. Das ist doch auf jeden Fall schon mal eine Mischung, die man gebrauchen kann, ne? Mal hier nochmal mit dem Orangebraun drüber. Mal ein bisschen noch Farbe rausholen. Und jetzt widmen wir uns dem Froschgrün. Also die beiden Paletten haben schon mal wunderbar funktioniert auf meinem Auge. Das ist schon mal echt gut. Ja, und jetzt werden wir hier das sofort mit dem Finger aufnehmen und mir dann, wow, Mintgrün, Froschgrüne, hier auf mein bewegliches Lid setzen. Ich glaube, Leute, den Highlighter, den ich mir ausgesucht habe heute, geht da ein bisschen unter. Aber das ist schön. Aha. Passt doch gut zusammen. Also da hat doch mein Roulette, finde ich, eine gute Mischung sich ausgedacht. Und die kannst du echt. Schön. Ich sage ja so grün und braun, ne? Kannst du immer mischen. Das ist echt schön. Ja. Und jetzt mache ich meinen Pinsel noch mal richtig sauber hier und gehe hier noch mal über die Mitte, um das halt ein bisschen weicher zu machen. Ich finde es gut. Ich finde es gut. Und ich setze mir jetzt das dunkle Grün natürlich unter mein Auge. Dann nehme ich mir diesen Pinsel hier, den von My Little Box. Ne, ich nehme die Seite hier und gehe in das Grün rein. Und dann brauchst du auch nur leicht reintippen in das Grün. Und dann bis zur Mitte. Dann hat man. Also super pigmentiert. Kann man hier auch noch ein bisschen ziehen. Und dann möchte ich mir wirklich dieses Braun nehmen und da einfach mal reintippen und mir das hier so unten hinsetzen. Ist mal was anderes. Und lässt sich schön mit dem Grün auch verblenden. Und so hat man das auch mal. Die obere Farbe auch mal unten eingetragen. Ja, das werden wir jetzt noch ein bisschen miteinander verblenden. Muss immer so auf meine Zeit auch achten, die hier oben auf meinem Bildschirm wohnt. Die auf meinem Bildschirm wohnt. So, Kabuki. Da muss ich nämlich hier nochmal einmal drüber gehen, weil ich da so einen kleinen Rand gehabt habe. Ja, aber das, was ich sehe, gefällt mir eigentlich recht gut. So, ich habe mir ausgesucht. Oder ich habe mir einfach ausgezogen, weil ich habe meine Highlighter hier so neben mir. Essence My Glow Passion Highlighter. Das ist dieses Herzchen. Jo, ich bin gespannt, was es so kann. Ich glaube, ich habe den noch nicht einmal ausprobiert. Sieht zwar so aus, wie, aber ich glaube, ich hatte den nur mal einmal geswatcht. Gehe mit diesem Pinsel hier rein. Der hatte ja. Der krümmelt.
und setze mir den hier in den Inner Corner. Oh, der ist auch leicht rosa. Setzen wir uns mal sofort hier oben mit hin. Oh, leicht rosa, okay. Ja. Aber schön, ne? Der hat nicht so viel Glitzerbam. Aber das muss ja auch nicht jeder Highlighter. Dafür gibt es ja 3 Millionen auf dem Markt. Damit jeder so sein Ding da raussuchen kann, was er ein Highlighter mag. Ich mag, also mir ist es jetzt mal aufgefallen, dass ich nicht so diese goldenen, tiefgoldenen Highlighter mag. Das ist einfach mir zu heftig. Ich mag so diese rosanen, sind sehr schön. Dann holographische, wow. Und halt diese ganzen, ja, diese hellen, diese, sieht fast schon so aus wie Eis oder Schnee, ne? Die finde ich auch sehr schön. So, wir nehmen jetzt mal hier diesen Pinsel für den Highlighter. Der ist von gar nichts. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal, wie der jetzt so auf der Wange ist. Oh, der ist aber sehr rosa. Oh, der ist sehr rosa. Okay. Ja, aber kannst du verblenden, ne? Mal hier auch noch ein bisschen nachtragen. Auf der einen Seite haben wir was und auf der anderen Seite eher nicht. Ja, das ist. Ja, der ist rosa. Der ist rosa, aber. Ach komm. Man glaubt gar nicht, ne? Man denkt, der macht gar nichts und dann ist der auf einmal bam da und in rosa und hast du nicht gesehen und holographisch und sagt: Hallo, hier bin ich. Also. Der täuscht. Ja, der täuscht gewaltig. Wow. Wir werden uns das jetzt hier noch ein bisschen verblenden. Einfach mal den Pinsel immer so abstreifen und dann wird es auch alles weicher. Ja. Highlighter auch vorne in den Inner Corner gesetzt. Schönes Ding. Ich werde meine Highlighter niemals aufbekommen, Leute. Niemals. Aber der ist schön. Der gefällt mir. Ja. So. Ja. Wir kommen zu Mascara. Ich habe mir hier rausgefischt von Vibo Fit Freak Sweet Prof Mascara. Die habe ich, glaube ich, mal. Ja, die habe ich über Pink Panda bestellt. Das ist diese hier. Und dann schauen wir mal jetzt, was die uns so zaubert. Ist ein Gummibürstchen. Riecht sehr angenehm, ganz normal. Ja, sieht auch aus wie normal. Ja, ganz normales Gummibürstchen halt, ne? Ein bisschen krumm. Ich weiß auch nicht. Und dann schauen wir mal, was die so kann. So, einmal umdrehen. Da hat man ja immer noch genug Produkt dran. Da braucht man nicht wieder reingehen in die Tube. Ja, gefällt mir. Die ist schön. Und die kosten ein paar Euros, ne? Noch nicht mal Euros. Ich habe die jetzt schon etwas länger bei mir, aber lasst mich lügen, bei Pink Panda bekommt ihr ja echt Schnäppchen. Da müsst ihr ja gucken nach dieser Vibo-Sachen. Ich glaube, die hat 1 Euro noch was gekostet, die Mascara. Bei mir gibt es ja immer viel, viel Schnäppchen. Und das war wieder eins davon. Müsst ihr im Sale gucken. Im Sale findet ihr sowas. So, wieder ein bisschen drehen. Dass die andere Seite noch Produkt abgibt. Schön. Mhm. Zweite Schicht. Jetzt passt der Lippenstift gar nicht dazu, den ich mir rausgesucht habe. Oder ich suche ja nicht raus, ich greife einfach in meine Box, weil ich habe ja 3 Millionen Lippenstifte. Und ja.
Aber ist egal. Das nehmen wir jetzt so hin. So, einmal drehen. Und dann machen wir noch eine kleine dritte Schicht drauf. Ne? Und dann sind wir fertig. Also auf jeden Fall tolle Mascara. Habe ich schon schlimmere gehabt, die definitiv teurer waren. Ja, kannst du gut mitarbeiten. Also diese eine Wimper, ne? Ich weiß nicht, was damit los ist. Die ist mir so abgeknickt. Und die kriegt sie nicht wieder ein. Und das geht schon längere Zeit so. Lalala. Ja, auf jeden Fall eine Wimperntusche, die ich empfehlen kann. Bei Pink Panda bestelle ich ja auch regelmäßig, ne? So. Alle 2 Monate mal oder so. Stimmt. Ja, und Vibo? Wow, wow, wie wow. Kann man sich gönnen für ein paar Euros. So, wir kommen zum Lippi. Lippi haben wir nämlich hier von Catrice. Ultimate Stay Water Fresh Lip Tint. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Ah ja. Riecht aber nicht süßlich. Oh, da habe ich gedacht, der wär pinkiger. Pinkiger. Ist er hier doch? Ich dachte schon, der wäre das Licht nicht an. Ja. Lip Tint, da habt ihr ja länger was von. Jetzt schmeckt der süßlich. So. Der ist gar nicht mal so unübel, ne? So viel fällt er jetzt gar nicht auf. Der ist schön. Der ist richtig schön. Der ist richtig schön. Meine Lieben, ich bin fertig. Das ist mein fertiger Look zu meinem Buchstabensalat. Zu meinem Buchstabenschminki mit dem Buchstaben F. Genau. Ja, ne? Mit der tollen Catrice Cosmetic Bronze Away to Panama Palette. Da haben wir das schöne Braun hier genommen. Fuchsbraun. Dann die Essence Dancing Green Palette. Da hatten wir das Fichtengrün. Was auch wirklich sehr schön ist. Und ich sage ja, Braun und Grün passt super zusammen. Und dann halt Froschgrün. Ja, haben wir den genommen. Froschgrün ist natürlich auch relativ, ne? So, einmal Zoomi Zoom. Das ist der fertige Look. Ich glaube, der geht, ne? Ja. Und der Lippi ist auch nicht schlecht. So, wieder zurück. Wollen wir mal gucken, wie es von ganz weitem aussieht. Und ja. So, nächster Buchstaben-Look. Fertig. Ich finde, passt super zusammen. Gucke hier nochmal in den Spiegel. Gerade auch der Highlighter, der so leicht rosa ist. Super klasse. Gefällt mir sehr gut. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch wieder Spaß gemacht. Wollen wir mal gucken, was uns dann Buchstabe FG dann so bringt. Na, das könnte auch interessant werden. Also meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund und den Knutscher an euch und danke, dass ihr immer so zahlreich mich anklickt. Ja, macht's gut. Tschüss.